Prinzip hat man schon ein gutes Gehalt bekommen. Also ich würde sagen, zwischen 2 bis wahrscheinlich spitze. Ich habe innerhalb von 9 Monaten mit einem Team, bin ich 2. Major geworden. Den ersten Move, den ich gebracht habe, ist ihn benchen. Der Zeitpunkt der nationalen Teams ist lange, lange vorbei. Sozusagen so einen Shooter ohne Anti-Sheet auszubringen. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht weiter sagen, was da passiert, aber egal, wie lange man draußen ist, man guckt sich Counter-Strike an und man weiß sofort, worum es geht. Wäre noch cooler gewesen, hätten sie es bezahlt, aber sprichst du mit Apex, mit Salvo und was weiß ich, okay, das brauche ich eigentlich nicht testen, das weiß ich vorher schon, dass das dumm ist. Wo für 2,50 Euro Dono da die ganz YouTube brennt, eigentlich wirklich schon so 80% war wirklich Müll. Und mein Vater hat das dann auch mal geguckt, die Matches und so. Und da kam aber nie irgendwie Feedback oder sonst was. Und jetzt bei Counter-Strike muss ich mir anhören, warum da die Flash nicht sitzt, warum da die Smoke nicht sitzt. Hallo. Hi, ich grüße dich. Schwarz, gleich Schwarz. Na, also ich habe extra ich hatte auch meinen Hintergrund gerade noch so unauffällig gemacht für dich. Aber dann dachte ich mir, komm, hier kannst ein bisschen reingucken bei mir. Ja, du meinst die zweitbeste Org in Deutschland mir angucken. Ja, das ist mein Plan gewesen eigentlich. Ich wollte eigentlich ein bisschen spionieren. Ja, das ist kein Problem. Ich gebe immer gerne Tipps. Mein Lieber, erstmal danke dir, dass du dir so spontan knackige Zeit genommen hast. Ja, mal gerne. Freunde, könnt ihr ihn gut hören? Ist das von der Qualität? Kommt das an? Ich glaube nämlich, ich weiß nicht, welches Mikro dir da gegönnt hast. Bitte, nicht über das Mikro reden. Ja, das ist alles super, alles toll, das beste Mikro überhaupt. Ja, ach so, okay. Welches Placement wird hier gerade begünstigt? Zum Glück gar keins. Und das ist auch vielleicht besser so. Okay. Sonst, jetzt ist es besser, oder? Ich glaube, du hast schon mal in die richtige Richtung gebracht, genau. Je näher wir es in deiner Nähe haben. Aber das Gute ist, die sind den Sound ja von mir gewohnt. Den hatte ich ja bis vor einem Monat, klang es ja bei mir genauso. Deswegen, also. Passt schon. Das passt, ich denke auch. So. Also, das Lustige ist, normalerweise, ich hatte es ja gerade schon gesagt, normalerweise habe ich ja den Talk auch mit Leuten, die ich seit 20 Jahren kenne, 15 Jahre kenne. Frage, sind wir uns schon mal begegnet? Bestimmt, aber jetzt nicht so wirklich, dass man sagen kann, wir sind uns begegnet. Also ja, wir haben uns bestimmt schon mal irgendwo gesehen oder irgendwo gehört, aber noch nie so, dass man sagen kann. Ja, ich hatte auch, also das Einzige, was ich jetzt gerade noch beim Duschen habe ich an dich gedacht, wenn das in Ordnung ist für dich, habe ich überlegt, ey, wo könnten wir uns gesehen haben? Und ich weiß einmal, dass Gamer Legion mal im Dingens war, in der Esports Factory. Da, ja, aber ganz am Anfang, das erste Team mit Scream damals. Genau. Warst du da schon dabei? Da war ich auch schon dabei, ja. Okay, dann haben wir uns wahrscheinlich dort sogar gesehen. Also da könnte ich mich, das könnte dann sein. Weil ich habe so eine dunkle Erinnerung, dass man vor der Tür mal gequatscht hatte wegen Plasma und glaub, Lenz meint, ey, hier Gamer Legion, das sind geile Jungs, komm, ihr müsst mal quatschen. Also es könnte sein, dass man sich da mal gesehen haben, aber ja, lang ist es auf jeden Fall her, sag ich mal. Schon ein bisschen her. Ja, ist schon ein bisschen her. Das ist aber ein gutes Thema, weil ein bisschen her ist auch das Wissen, wo hast du gestartet eigentlich? Weil ich habe viele Informationen mit links und rechts geholt. Du wirst gleich nochmal wahrscheinlich ein, zwei Mal grinsen müssen, was ich ich habe noch ein bisschen Insider-Wissen mitgebracht. Und ich sag dir jetzt schon mal, nicht nur Lenz habe ich dir mitgebracht. Also ich habe noch jemanden, der der Meinung ist, dass du es eigentlich nicht wissen kannst, dass wir uns kennen. Also... Ja. Kannst dich schon mal drauf freuen, aber also weil ich habe jetzt das erstmal, weil natürlich ich meine, der simple way war, ey, ich google jetzt erstmal deinen Namen und dann das erste, was ich gesehen habe, war Siege Coaching, aber auch wirklich durch die Bank weg. Gab es davor irgendwie mal noch einen anderen Anlauf? Source zum Beispiel? Ja Source, da war ich auch mal ESL Anti-Cheat-Admin, das kann man auch mal so einfach mal so droppen. Geil, schön. Ja. Heutzutage glaube ich nicht mehr existent, sich Demos anzugucken und solche Späße mit Timetable und alles. Also danke nochmal für an alle, die damals da die sinnlosen Timetables geschrieben haben. Ich durfte mir die Geschichte da angucken. Hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber ansonsten so professionell eigentlich eher mit Siege angefangen. Ja. Da auch relativ gut als Spieler gewesen. Aber dann hat das Alter so ein bisschen zugeschlagen und man hat dann selber sich eingestehen müssen, dass man vielleicht dann doch nicht mehr 18 ist und die Reflexe hat, sondern dann doch schon mal ein bisschen älter ist. Und dann bin ich ins Coaching eingestiegen. Okay, aber das waren schon mal zwei interessante Sachen. Also zum einen, das Anti-Cheat-Thema ist natürlich, also wie viel Müll hast du dort bekommen? Also wie viel wirklich absoluten Müll hast du da vor die Nase bekommen? So, wenn wir so ein Prozentverhältnis haben?
Ich würde sagen, von 10 Timetables waren so 2 ernsthaft und 8 eher, wo man so gedacht hat, okay, ja, der schießt halt einfach nur um. Ich meine, heutzutage, die hätten ja trotzdem was anhaben können. Ja. Also gerade so Aimer oder sowas ist schwer zu sehen. Ja. Damals schon gewesen und deswegen, aber eigentlich wirklich schon so 80% war wirklich Müll. Ja. Und dann hat man halt da 15 Minuten seiner Zeit verschwendet, indem man sich eine Demo angeguckt hat und Und trotzdem noch gewissenhaft durchgegangen ist, obwohl man ab der ersten Runde eigentlich weiß, oh Mann, so eine Demo wieder. Ja, wie Overwatch manchmal. Ja, das ist ja auch nochmal ein Luxus für sich. Ja. Da ist ja auch einige schon zu Tage gekommen. Aber dann ist es auch lustig, wie kommt man bitte dann von Source zu Siege? Ich habe das umgekehrt jetzt schon, hatte ich das schon mal gehört. Also ich hör sehr oft im Sinne von nicht von Siege, sondern grundsätzlich von irgendeinem Shooter zu CS gekommen. Aber von CS gegangen, wie kommt so eine Reise zustande? Ich glaube, dadurch, dass ich ja schon älteres Kaliber bin und eigentlich schon CS seit 2001 spiele, dementsprechend wirklich alles durchgegangen bin, außer jetzt Condition Zero, das habe ich wirklich gar nicht gespielt. Ja, war wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ja, zu Recht. aber ja, ich weiß nicht. Also CSGO war einfach irgendwie so ein bisschen der Wurm drin oder ein bisschen so in der Luft gehangen und dann kam halt Siege raus und ich hatte halt Beta-Zugang, habe halt ein bisschen reingeguckt und fand es eigentlich ganz interessant. Habe damals auch frecherweise gesagt, dass das Counter-Strike ablösen wird. habe aber nicht mit Ubisoft gerechnet. Das ist so ein bisschen... Aber die Grundidee war eigentlich sehr genial und finde ich immer noch sehr gut und sehr geil. Und ich glaube immer noch, das hätte große Chancen gehabt, Counter-Strike wirklich abzulösen. Ja. Aber da wurden dann zu viele Fehler gemacht. Und deswegen, da war ich dann so ein bisschen gefangen, sage ich mal, drin. Ja. Vielleicht mal um einen Fehler, weil wir es schon angesprochen haben, mal zu sagen, so ein Shooter ohne Anti-Cheat auszubringen. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht weiter sagen, was da passiert, aber... Kennen wir doch, oder? Ja. Also, ja. Ja. Aber. Ja, also eigentlich sind sie sich doch sehr ähnlich dann, oder? Das stimmt auch wieder, ja. Oh, schön. Ja, okay, also so ein bisschen so die Gunst der Stunde, du warst ein bisschen satt, zu viel CS schon gehabt, ne? Du hast jetzt schon zweimal älteres Kaliber angesprochen, bist du ein Jahr älter oder sowas? Bist du jetzt 34, 35? 35, ja. Ja, komm, also bitte, dadurch, dass du dich ganze Zeit so alt machst, hast du mich automatisch mitgefickt, weißt du, ganze Zeit. Ja, ich bin älteres Kaliber und dieses eine Jahr oder so, eineinhalb, was wir dazwischen haben, also... Wir wissen beide, wenn wir aufstehen morgens, dann schmerzt das mal irgendwas, ja. Also das kann man nicht mehr leugnen. Ich hätte ja gesagt pinkeln, aber das war ich ja schon dreimal in der Nacht. Das muss dann auch nicht mehr sein. Aber du hast dann relativ schnell irgendwie diesen Coaching-Aspekt gehabt bei dir, ne? Meintest du, ne? Du hast erst so ein bisschen, ne, sag ich mal, kann man sagen, probiert? Oder war dir, weil du ja das Alter angesprochen hast, relativ früh klar, dass du eigentlich eine andere Rolle siehst bei dir? Ich habe natürlich erstmal noch ein bisschen so nebenbei probiert. Und wie gesagt, es lief auch relativ gut. Ja. Aber dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht über tatsächlich auch, ich weiß nicht, kennt man wahrscheinlich nicht, aber den erfolgreichsten Coach da, Shazudas, der war bei Penta und dann bei G2 damals. Und der hatte mich da angeworben, deswegen bin ich da auch irgendwie mal so in Penta rumspaziert. Schön. Das wollen wir jetzt hier nicht ausbreiten, aber... Aber die hatten ein gutes Team, ne? Penta, die hatten immer ein sehr gutes Team, ne? Ein gutes Team, ja. Das wäre noch cooler gewesen, hätten sie es bezahlt, aber das macht man. Danke, schön. Also selbst da gab es die Probleme, weil wir hatten immer so dieses Denken, ja okay, das Team ist halt so erfolgreich, die bezahlen einfach nur das für die Publicity und alle anderen werden ausgenommen. Ja, also soweit ich will jetzt nicht da zu viel ausbreiten, aber ich glaube mal teils. Okay. Ab und zu kam mal was und ab und zu dann halt mal nicht. Ja, okay, so die ganz normale Penta-Geschichte. Ja, genau, ein ganz normaler Penta-Lifestyle. Oh, schön, dass das echt... Ach man, das ist echt eine Never-Ending-Story. Ist irgendwie, also natürlich schön ist jetzt hier in Anführungszeichen, das ist irgendwie traurig, aber es ist irgendwie schön, dass man immer so, egal wen man trifft, wer mit in dem Umfeld war, man ist sich irgendwie einig. Ach man, da lief auch ein bisschen was nicht so ganz koscher immer. Ja, ja. Aber, wie du sagtest, besten Coach irgendwie gab es zu der Zeit oder bekannt und irgendwie, wie kam der Kontakt zwischen euch dann zustande? Also woher hatte dich auf dem Schirm? Ich glaube, das ist so wie... In jeder Szene, wenn man so ein bisschen weiter oben mitspielt, dann kennt man alle untereinander so ein bisschen und dann spricht man natürlich. Ich meine, ich hatte damals noch Scrims auch gegen die Penta-Jungs und habe da selber noch gespielt und dann habe ich halt immer mehr mit dem gesprochen. Dann meinte er halt, ja, willst du nicht hier Academy aufziehen und sowas. Ja, naja, und im Endeffekt bin ich ja dann bei Maus gelandet. Ja, das ist lustig, weil da habe ich auch... du hattest da noch eine Zwischenstelle und meine Frage wäre natürlich, wie kommt man von der Bird University
Wie kommt man von so einem Kaliber, sagt mir jetzt nichts, sagt mir jetzt nicht, dass es irgendwie sowas ganz Großes war, nur ich verstehe es nicht, aber von Bird University dann zu Maus, das ist ja schon nochmal ein Move, oder? Im Prinzip gibt es da zwei Sachen, also Bird University war natürlich einfach nur so ein Teamless-Name, es war ja damals ein amerikanisches Team, ja. Dementsprechend. Okay. Und wie ist man zu Maus gekommen? Naja, Ubisoft hat Ingame-Skins mehr oder weniger zum Verkauf gestellt und hatte halt den Teams gesagt, hier könnt ihr mit dran verdienen. Ja. Und dementsprechend waren natürlich einige Orks interessiert. Ich habe das so ein bisschen Richtung Maus gepusht, weil ich natürlich auch Interesse hatte, zu Maus zu gehen. Das ist ein bekannter deutscher Ork, ist natürlich schön, da mal gewesen zu sein. Ja, und das hat dann funktioniert. Nicht so lange, aber zumindest funktioniert, ja. Ja, okay, aber das klingt ja schon ein bisschen nach, also es klingt jetzt so für einen Außenstehenden wie mich, so ein bisschen wie, ach ja, der ist dann rüber zu Siege und hat ein bisschen gezockt und hat dann auch ein bisschen gut gespielt und ist dann von Penta, was ich sogar kenne, dass die erfolgreich waren, zu Mausbot, zu einer super erfolgreichen Orga. Also es klingt ein bisschen einfach von außen, weißt du so? Oder war gute Fügung oder hast du einfach hinter den Kulissen guten Draht immer gehabt? Ich glaube beides. Hm? Wie immer im E-Sport, man muss so ein bisschen hoffen, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, aber ich glaube auch, dass ich durchaus auch Talent hatte, ein harter Arbeiter bin und dementsprechend auch gute Kontakte zum Umfeld hatte. Und ja, und lustigerweise hat damals Snacks auch bei Maus gespielt. Also, ach was, da war so die erste Fügung für euch, ja? Das war so dieses so, und dann irgendwann kam das Reunion und dann so, ja, man sieht sich ja immer zweimal im Leben, ne? So ist es. Ach schön, aber das ist irgendwie, das ist ja eigentlich das Schöne im E-Sports und auch dieses, was ja, wo man sich im E-Sports auch irgendwie freut, dieses, wenn man lange dabei ist, wenn man Leute auch lange mit dabei hat, ne, dieses so, weil ich es jetzt, ich wusste es ja nicht so sehr, aber du bist ja auch mit Lenz gut verschachtelt, also er hat mir sehr viel gesagt, aber leider muss ich sagen, auch nur Gutes über dich, also das Einzige, was er in Frage gestellt hat, war dein Humor. Verstehe ich, ja. Aber ich meine, er war ja bei Big, dementsprechend. Ich darf ja nichts gegen Big sagen. Aber, oh, bitte, also ignoriere die Lampe, ne? Lass raus, du. Ich meine, ich kann das ja mal einfach so mal im Raum stellen. Also ich meine, ich habe innerhalb von 9 Monaten mit einem Team, bin ich 2. Major geworden. Das kannst du ja mal die Frage an Lenz zurückstellen. Da hat er, ich meine, jetzt das eine Intermezzo mit Virtus Pro, na gut, da hat er mal Glück gehabt, dass er da auf der Bühne stand und da mal einen Pokal hochgehalten hat. Schön. Aber seitdem habe ich von Big da leider im Major noch gar nichts gesehen. Okay, also ja, also ich, dass ich jetzt... Er ist ja jetzt nicht mehr bei Big, dementsprechend. Ja, er meint ja, kann für das, was jetzt passiert, kann er ja nichts mehr, aber... Okay, also ich hab jetzt ein kleines so ein Mini-Intermezzo erwartet. Hätte ich gedacht, dass du all-in reingehst mit Füßen, Sand in Auge und allem drum und dran. Aber das gefällt mir. Aber das ist ja schon mal schöner, das ist ja schon mal ein schöner Cliffhanger für das Gespräch. Da wissen die Leute schon mal, ey, der kam ja mit seinem Team relativ weit mit seiner Nummer. Deswegen wissen wir ja auf jeden Fall, wo uns das Ganze später hinführt. Ich weiß nicht, ob du ab und zu mal so einen Tisch geguckt hast, weil setze ich nicht voraus. Also das ist voll, ne, it is what it is. Ich glaube, du weißt einfach nur, ey, ich quatsch mit Leuten, kann mal cool sein, mal nicht. Ich hoffe, die Leute mögen's. Aber ich frage natürlich auch immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen dreiste Fragen. Wenn es zu dreist ist, sag. Aber ich habe keine Ahnung von Siege. Gab es dort schon, du sagtest, ey, es gab Ingame-Skins. Wurde das schon mit an die Spieler auch gegeben, nur an die Orga? So, wie war das jetzt? Ja, Mausbot hattest du jetzt reingebracht, dass das ein Thema war für die dann. Ist das dann so, dass man als Spieler dort auch schon gutes Gehalt irgendwie verdient hat? Oder wie konnte man sich das bei Siege vorstellen? Also ich meine, ich will jetzt nicht die Maus-Sachen ausplaudern, aber im Prinzip hat man schon gutes Gehalt bekommen. Also ich würde sagen, zwischen 2 bis wahrscheinlich Spitze 6 war so alles drin. Ja. Und ja, die Verkäufe in-game-Skin ist halt anders als bei Counter-Strike, wo man in dem Pool ist und dann einen Teil davon abkriegt, sondern da ist dann wirklich, du kriegst nur von deinem Verkauf sozusagen. Und da ist natürlich klar, eine Org wie G2 setzt deutlich mehr ab als jetzt Mousebots oder eine andere Org. Ne? Ja. Und dementsprechend variiert es so ein bisschen, aber natürlich haben die Spieler da auch schon Geld von bekommen. Also. Okay, also man hat dann auch schon so ein bisschen, aber der Pool variiert, ne, so ein bisschen, ne, ich meine, du hast jetzt beide Welten wahrscheinlich, du hast das Paris-Major, die Zahlen, also ich weiß, da darf auch gar nichts, aber, also du, ich denke mal, da sind auch dann nochmal Welten zwischen, aber plus, wie du sagst, halt ein Pool, ne, da ist halt die Prestige der Orga ist halt da immer auch eine Sache, ne, es ist manchmal gar nicht der Erfolg, der dann irgendwie in die Verkäufe geht, sondern es ist ja meistens einfach nur, wie sehr können sich die Leute identifizieren, ich meine, da hast du dir ja mit Maus jetzt auch nichts so Unbekanntes ausgesucht, aber
Vielleicht in der Siege-Szene vielleicht nicht so bekannt zu der Zeit, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Ist, glaube ich, eine grundsätzliche Schwierigkeit gewesen, weil in Siege hast du ja so verschiedene Operatoren. Das heißt, also jeder hat eine andere Waffe und dann hattest du halt einen Operator mit Waffenskin, mit Skin für ihn. Mhm. Und wenn du dann einen hattest, der nicht so oft gespielt wird, dann gibt es halt keinen Grund, einen Skin zu kaufen. Ne? Und dementsprechend gab es dann logischerweise, G2 hatte dann natürlich eine, die immer gepickt wird. Ja. Und andere Orks hatten dann eher so, was mal ab und zu gepickt wird. Und das ist natürlich klar, dass dann da eher Richtung... Okay, die sind schon voll Sellout gegangen. Ja, gut, verständlicherweise. Also. Ja, ne, also ne, kann man nichts gegen sagen. Aber mit G2 hast du ja lustigerweise öfter mal so eine Anbahnung. Ne? Also... von einer weißt du was, von einer weiß ich was. Vielleicht möchten wir mal eine kleine Brücke schlagen, weil G2, es ist lustig, dass es nochmals gefallen ist. Ne? Du hast ja laut eigener Aussage eigentlich dafür gesorgt, dass Swanny endlich mal einen Job bekommen hat, einen ordentlichen. Naja, also ich erinnere mich so daran, das war, jetzt muss ich als alter Mensch 22 beim RMA, also Rio Major im Alter. Ja. Haben wir, glaube ich, mal gegen G2 gespielt und da saß, glaube ich, Swanny neben mir völlig verzweifelt, während ich dick grinsend da saß und ihm dann die Hand noch geschüttelt habe. Ja. Und ich glaube, danach musste sein Coach gehen und dann hat er den Job bekommen. Also ich weiß nicht. Also ist schon... Ich hatte noch kein Dankeschön bekommen. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also Swanny, schöne Grüße raus an dich. Also dass du wirklich nicht mal da einen Dank hast. Und das Lustige ist, diese Stories höre ich öfter. Dass Swanny neben irgendwem saß, dann einfach weggeht. Das gleiche, so eine Story habe ich auch schon von Lenz bekommen. Also irgendwas ist da nicht ganz richtig mit dem. Ne? Also das muss man ja auch einfach mal, muss man ja sagen. Aber das ist ein... wo vielleicht Swanny debattieren würde, ob das stimmt. Aber jetzt sag mir mal noch einen Coach, den du zu G2 gebracht hast. Ach, du willst von Rainbow, willst du? Ja. Du hast Kontakt mit Sua. Ah. Ja, genau. Ich bringe meine Schäfchen immer irgendwo unter. Ja, schön. Also wirklich, das muss ich sagen, das hatte ich jetzt ganz Zeit schon das Gefühl, in ein paar Sätzen dieses so. Ja, dass es bei euch so ein bisschen mehr gemeinsam wirkte, so irgendwie, dass man guckt, so gut connected ist, irgendwie korrekt, also es wirkt jetzt so, ne? Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es wirkt auf jeden Fall so, was ich jetzt in 15 Sätzen von dir gehört habe und geschrieben habe mit den Leuten, dass man da schon eigentlich echt fair und korrekt zueinander ist und auch irgendwie probiert untereinander, Mate zu sein, sage ich mal. Bei CS ist ja so ein bisschen, ich meine, die Szene kennst du ja auch da, wird hinterm Rücken gerne mal so ein bisschen dafür gesorgt, dass es vielleicht ein bisschen anders läuft oder so. Oder halt, die Leute packen sich halt Prio 1, ne? Aber ich habe da jetzt zum Beispiel gehört, dass du ein Grund dafür warst, dass er zu G2 gegangen ist oder dass er da die Möglichkeit hatte. Was ist denn da dran? Ich weiß nicht, wie viel ich da ausplaudern darf, aber im Prinzip war er ja Analyst, / Assistant Coach vielleicht. Ja. Und G2 hatte gesucht und wie gesagt, der G2-Coach, den kannte ich, Sua kannte ich. Vielleicht mal als lustiger Fun-Fact, Sua war tatsächlich Spieler unter mir bei der Penta Academy. Stimmt. Und den ersten Move, den ich gebracht habe, ist ihn benchen. Das hat er mir nicht gesagt. Naja. Geil. Nee, und im Prinzip, ja, er war halt bei Enz, ne? Ich glaube, bei Enz war er davor und hatte halt das Angebot von G2 und hatte mich gefragt und war so ein bisschen unentschlossen. Da habe ich ihm gesagt, du, selbst wenn du im halben Jahr wieder raus bist, du hast große Chancen, Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ja. Und du hast es dann auf deinem Lebenslauf sozusagen, in deiner Vita, du warst bei G2, kannst eigentlich nur gewinnen. Eigentlich No-Brainer. Oh. Also du warst nochmal so dieses, nochmal dieser Engel auf der Schulter, der auch nochmal gesagt hat, ey, ist doch eigentlich gut, es kann eigentlich nichts falsch laufen für dich. Also er hatte mir auch gesagt, was das Problem war, aber ich werde jetzt auch nicht ausplaudern oder sein Knackpunkt auf jeden Fall. Aber hast du dann sozusagen für dich so ein bisschen dann seitdem wieder mit ihm rein gewesen, ja? Nachdem du ihn gekickt hast, so ein bisschen hast du gedacht, ach komm, der war so gebrochen jetzt für die ganze Zeit, jetzt tue ich ihm nochmal was Gutes? Nee, ich glaube, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt einmal die professionelle Arbeit zusammen und ich finde, das kann man durchaus trennen von Freundschaft und wie man miteinander umgeht. Mhm. Und ich glaube, jetzt weiß er, wenn er sich ehrlich ist, weiß er selber, dass das Benching schon richtig war. Aber trenne das immer und ich denke auch, das ist für alle Beteiligten wichtig, weil ich meine, man hat ja, auch wenn man lange zusammenarbeitet oder was zusammen gemacht hat,
dann ist man ja nicht plötzlich hasst sich und jetzt, okay, ja, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt raus mit dir. Ne? Kann man ja immer noch auf einem gewissen Level miteinander umgehen und ich glaube, das haben wir gut geschafft bis heute. Ja. Das ist auch wichtig. Ich glaube, so ein paar braucht man auch, mit denen man auch, ich meine, ne, aber wir haben ja eingangs schon gesagt, so je mehr man, mit denen man langen Kontakt hat, die selber ja auch im E-Sport irgendwie stattfinden, ich glaube, das ist immer hilfreich irgendwie, ne, dass man da immer im Guten bleibt, auch selbst, also bei mir zum Beispiel, selbst mit Penta war ich eigentlich so im Clinch und trotzdem habe ich nicht so Anwaltkeule und dies, weil am Ende sind auch immer noch drei Leute vielleicht dabei, die gar nicht so viel dafür können, dass es alles läuft, wie es läuft und dass man dann sich mit zu vielen irgendwie, also ich glaube, es ist auf jeden Fall immer ein bisschen von Vorteil, wenn man so im Reim bleibt in so einer Szene, ne, gerade in so einer deutschen E-Sport-Szene, ne, wir haben jetzt, ich meine, man muss sagen jetzt, ne, werden wir auch nochmal zukommen, wir haben mehr Orgas als wahrscheinlich Profi-Teams oder Profispieler irgendwie. Das ist interessant, dass irgendwie auch, das muss ich dich auf jeden Fall auch mal fragen, ob du dir jetzt irgendwie den Reim machen kannst oder uns erklären kannst, warum wir eigentlich so viele Orgas hier in Deutschland haben, die also deutsch geführt irgendwie oder in Deutschland geführt, aber Spieler nicht. Aber bevor wir zu dem Punkt kommen, in der Zeit, warst du dann, sag mal, als du den Job für Sur bisschen reingetreten hast, sag ich mal, komm jetzt rein hier. Wo warst du zu der Zeit? Warst du dann schon bei Gamer Legion als Coach oder wo warst du? Ich bin dann nach Maus, also Maus war glaube ich im September oder November 2018 vorbei und im Dezember bin ich dann Gamer Legion gejoint. Ja. Hab so ein bisschen da Rainbow Six Siege aufgebaut und wollte eigentlich nicht mehr im E-Sport sein. Hab auch einen großen Twitter-Post gemacht mit Danke an alle und bin jetzt raus aus dem E-Sport und so weiter. Ja. Ja. Aber dann kommt alles immer anders, oder? Also ich kann dir nur von mir sagen, ich habe diesen, also diese Einstellung, kein E-Sports, habe ich 6-mal gemacht. 6-mal von junger Profispieler, mit 16 wollte ich aufhören, mit 18 wollte ich aufhören, mit 20 wollte ich aufhören. Irgendwie dann bei 16 bin ich in die EPS, mit 18 war ich dann irgendwie bei TBH und mit 20 dann bei Maus. Immer als ich aufhören wollte, ging es erst richtig los. Also wahrscheinlich hätte ich mir auch ein paar Jahre sparen können, hätte ich einfach nicht, aber das ist mein Ding. Also ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber wolltest du grundsätzlich einfach keinen Bock mehr auf E-Sports oder einfach auch keine Perspektive gesehen mehr für dich? Ich wollte schon E-Sports machen, aber eher Richtung Marketing und Social Media und so in diese Spalte gehen, sag ich mal. Ja. Ja, aber dann gab es Druck aus der Company, dass ich lieber in die andere Richtung gehen soll. Achso, also mit Druck wird das gehandelt. Ja, ihr seid in Berlin ansässig, ne? Von welcher Großfamilie wird ihr denn geführt, diese Orga? So ein Druck nicht, ja. Aber klar, man hat ja dann eine Vergangenheit und wenn dann jeder zu dir sagt, ja komm, du kannst das doch, du hast das doch und so, jetzt mach doch mal, ne? Ja. Und dann sagst du, na gut, komm, ich mach das mal so ein bisschen, wir suchen mal währenddessen nach Ersatz, naja. Den Ersatz warten wir heute noch. Also. Ja, also das Thema hat sich nie wieder geöffnet. Das hat sich nicht mehr geöffnet, ne. Okay, also dann war das so ein bisschen, also Thema Coaching war für dich auch nicht mehr so interessant, irgendwie auch woanders dann hin oder so? War das irgendwie auch nicht mehr so, stand sich zur Debatte? Ich glaube, also zu dem Zeitpunkt hatte ich halt in Rainbow so ziemlich alles durch und war auch selbst in Montreal da bei Ubisoft und habe Playtests gemacht und sonst was. Und da habe ich einfach gesehen, dass die Menschen, die das machen, einfach nicht das Spiel spielen. Also das Spiel selber nicht mehr verstehen. Okay. Und es ist dann schwierig, wenn dann immer neue Operator rauskommen mit neuen Waffen, neuen Gadgets und sonst was. Und die aber gar nicht passen, wurde schon dabei, also vielleicht mal nur so spaßeshalber, sie wollten mal die Reichweite der Shotguns erweitern. Ja. Und dann haben wir ein Testspiel gemacht, da war Sua sogar dabei, wo alle Shotgun gespielt haben und dann hast du halt, wie als hättest du eine M4 oder sonst was, hast du mit der Shotgun geschossen. Also rumgelasert. Und das ist ja sowas, wo ich mir sage, okay, das brauche ich eigentlich nicht testen, das weiß ich vorher schon, dass das dumm ist. Okay. So, und das sind wirklich viele Entscheidungen, die immer wieder in solche Sparten, wo ich mir denke, okay, die haben eigentlich selber keine Ahnung, was sie da machen wollen. Und deswegen war dann für mich so ein bisschen der Cut, okay, da will ich eigentlich nicht mehr irgendwie was, das ist ein es läuft aus. Ne? Und ich meine, die Zahlen steigen jetzt wieder so ein bisschen, aber im Prinzip. Ja. Okay, haben die dann diese, sagen wir mal, diese crazy Entscheidungen? Ich denke mal, du wirst ja immer noch ein Auge und ein Ohr in der Szene haben, ne? Ist ja ne, nach wie vor wahrscheinlich irgendwie ein Ding. Haben die dann also einfach diese verrückten Entscheidungen zurückgefahren oder warum ist das Spiel trotzdem irgendwie relevant oder interessant oder interessanter jetzt wieder? Aber es war jetzt einfach wie so ein eigentlich schon vierter Frühling, muss man sagen. Ja. Weil der zweite Frühling war auch schon. aber ich glaube, sie haben einfach jetzt mit
ich weiß nicht ganz genau, was sie da gemacht haben. Ich bin eher auch ehrlich, ich bin komplett raus. Ja. Wenn ich mir jetzt ein Spiel angucke, ich habe keine Ahnung mehr richtig, was da passiert. So viele neue Gadgets und was weiß ich, hier Explosionen, da fallen und was weiß ich. Das Gefühl hat Lenz heute noch bei Counter-Strike. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich wieder zurück zu Counter-Strike bin. Es ist einfach wirklich egal, wie lange man draußen ist. Man guckt sich Counter-Strike an und man weiß sofort, worum es geht. Ja. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil von Counter-Strike. Ja. Auch gegenüber League of Legends und Dota und was weiß ich. Valorant. Überall, wo man draußen... Ja, Valorant ist genau das Gleiche. Da ist so Reizüberflutung des Grauens. Und genau, aber schön, dass du es sagst, weil ich sage es nämlich genauso immer, wenn ich sage, boah, das Spiel ist so... vor 10 Jahren haben wir das schon so gespielt. Es ist so einfach, aber das ist halt das Geile an dem Spiel, dass du wirklich halt auch 8 Jahre raus sein kannst und du verstehst das Game nach einer Runde. Ich konnte meiner Freundin Counter-Strike innerhalb von einer Runde erklären. So bei Valorant hätte ich ein Event gebraucht, um irgendwie mal dass man so versteht, dass man zugucken kann. Ne? Und bei Counter-Strike ist wirklich so bam, bam, dam, dam. Du musst 3 Sachen erklären und eigentlich versteht es jemand, der es noch nie geguckt hat, ne? Ich habe damals meiner Familie Rainbow Six Siege mit einer PowerPoint-Präsentation gezeigt, was ich da mache und sonst was. Und mein Vater hat das dann auch mal geguckt, die Matches und so. Und da kam aber nie irgendwie Feedback oder sonst was. Und jetzt bei Counter-Strike muss ich mir anhören, warum da die Flash nicht sitzt, warum da die Smoke nicht und warum die da nicht treffen. Und da sage ich, du, Papa, brauchst du mir nicht sagen, ich hab's gesehen. Ja. So, aber ja, warum? Was ist da los? Entschuldigung. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Eltern dann doch es verstehen und akzeptiert haben und dann meinen, sie müssten immer schreiben. Aber was ist denn da jetzt los? Und warum habt ihr denn schon wieder? Und so, ey, ja, Papa, danke, ne? Reicht. Also, wir sind eh abgefuckt gerade. Ja. So, wir haben gerade verloren, danke. Ist jetzt nicht nötig, aber schön. Aber das ist eigentlich nochmal ein gutes, nochmal sinnbildlich perfekt getroffen, ne? Dass wie viel schneller man irgendwie drin ist oder so. War das bei dir immer so, dass du irgendwie Support von den Eltern bekommen hattest oder musstest du erst eine PowerPoint machen, damit da was geht? Ich glaube, den Support kriegt jeder erst großartig, wenn dann wirklich auch Geld da. Also wenn man sieht, dass man damit Geld verdient und davon leben kann. Ja. Ich glaube, dann ist der Support von den Eltern gewiss. Ja. Davor ist immer so ein bisschen, ja, okay, was machst du da und sonst was. Ja. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo dann wirklich Geld hinter war und ich dann auch gesagt habe, hier, guck mal, das verdiene ich, das mache ich und sowas, da war das ein bisschen anders als davor, sage ich mal. Ne? Davor war es einfach nur zocken, die sitzt die ganze Zeit am Rechner. Ja, von außen sieht das ja immer so aus. Ne? Ich glaube, wenn Eltern heute das sehen, sieht es anders aus als für unsere Generation. Ne? Wenn die Eltern mal geguckt haben, das war ja immer noch, ne? Internet ist immer noch Neuland, aber Computer, das war ja so, einer für eine Wohnung war ja schon ein Highlight, wenn irgendwie ein Haushalt einen Computer hatte, ne? So wo wir angefangen haben zu grinden. Kannst du dich eigentlich erinnern, was so das Erste war, was du gegrindet hast, wenn wir schon dabei sind? Also, wenn man jetzt so von Multiplayer-Spielen spricht, weil sonst vorher Amiga natürlich, Amiga-Klassiker. Stark, Monkey Island und sonstigen Geschichten, also wirklich alter Männergelaber, sag ich mal jetzt. Genießt es kurz, Freunde, genießt es kurz. Und dann eigentlich das wirklich richtig erste Spiel war StarCraft. Tatsächlich auch mit 56K-Modem und dann da mal eine halbe Stunde spielen dürfen. Ja, schön, ja. Halbe Stunde einloggen, halbe spielen. Ja, tatsächlich. Und dann hat man ja hoffen müssen, dass das Spiel dann nicht abbricht oder irgendwas. Also das waren noch Zeiten. Ja, krass. Dann wollte man modern telefonieren, da musste man aufhören. Natürlich. Und keine Ahnung. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Also das ist absurd. Aber du hast dann irgendwie auch alles so ein bisschen durchgehabt, ne? Wenn du mit StarCraft anfängst, dann irgendwann bei Counter-Strike, dann bei Siege irgendwie so ein bisschen so von... Also eigentlich ja schon berufen dafür, dass du irgendwann mal vielleicht mehr in der Orga machst, oder? Ja. Wenn man so sagt, ich meine, Age of Empires, auch geil. Warcraft 3, alles durchgespielt, also dementsprechend, aber ja, das stimmt schon. Irgendwie ist man kommt, also ich glaube, dadurch, dass wir auch aufgewachsen sind mit den ganzen Scheiß, sage ich mal, da kommt man nicht weg von. Ne? Ja. Man hängt da irgendwie drin und man will ja auch nicht weg. Ja, apropos Warcraft, ist Grubby eigentlich immer noch dein Lieblingsstreamer oder bin ich es mittlerweile? Ey, das ist unfair. Also. Oder ich muss sagen, ich habe ja jetzt Grubby, weil der bei uns im Gaming House war, vor 2 Jahren, glaube ich, kennengelernt. Okay. Und das wirklich, also ich meine, man sagt ja immer so, gerade jetzt in Deutschland, wo für 2,50 Euro Dono da die ganz YouTube brennt, sag ich mal, muss man schon sagen, der ist wirklich, so wie der Onstream ist, ist der auch Offstream, der ist wirklich super nett, super entspannt und so, ist echt ein cooler Typ.
Aber natürlich, wenn du das Schild da links von dir ein bisschen verdeckst, dann habe ich natürlich mehr Sympathien für dich. So, besser? Ja. Jetzt ist gut. Ja, aber schön, ne? Aber ist es dann auch für dich so gewesen? Also, warst du dann einfach so Grubby-Fan und hast den dann irgendwie so bei euch kennengelernt oder so und dann nochmal so eine andere Sichtweise auf das Ganze bekommen? Oder, weil ich habe ja nur die Info bekommen, dass dein Lieblingsstreamer war. Woher auch immer ich so welche Infos bekomme natürlich. So, ist das dann so ein bisschen schon so auf Idol oder fandest du einfach stark oder cool irgendwie so? Ich fand ihn, also damals natürlich in Warcraft 3 wahnsinnig stark. Ich meine, spielt er ja immer noch. Und seine Maulsperre ist natürlich legendär, wenn er spielt. Aber ich finde ihn einfach, also es gibt kein Video, wo ich ihn jemals irgendwie ragen sehen habe, irgendwie jemanden beleidigen oder sonst was. Der ist immer so abgebrüht, immer so cool, immer so nett, immer so. Das hat mich imponiert mir einfach. Also ich bin selber auch nicht so ein Typ, ich könnte das auch nicht da die ganze Zeit nur so ruhig bleiben. Ich meine, du auch nicht. Schuldig. Und deswegen, das imponiert mich. Klar, wo der dann im Gaming-Haus war und ich meine, man weiß das ja auch selber, wenn man so auf Majors geht und so, da sprichst du mit Apex, mit Salvo und was weiß ich. Da kannst du dann auch nicht hingehen und sagen, ja hier, komm, lass uns mal ein Foto machen. Ey, voll cool, dass ich dich jetzt mal sehe. Ja, das kommt irgendwie ein bisschen komisch. So, aber ich bin halt logischerweise zu ihm gesagt, ey, ist voll cool, ich feiere dich schon seit, was weiß ich, 2004 oder so, wurde da Warcraft und ich würde gerne ein Foto machen, wenn es passt und habe halt kurz mit ihm geredet. So. Ja. Also deswegen, also, aber natürlich, den Moment muss man sich auch ein bisschen nehmen. Älter. Ja, na klar, also das Foto muss man schon mitnehmen. Also das war mir dann auch egal, das nehme ich. Egal, was er denkt, das Foto muss einmal kurz sein, er war ehrlich. Na okay, aber das war dann schon teils deiner Gamer-Legion-Tätigkeiten, sag ich mal, ne, wo man dich wo man dich reingezwungen hat eigentlich, ne, wo man gesagt hat, so, ey, nee, du gehst jetzt nicht, wir brauchen dich hier und wir wollen dich hier und mach mal ein bisschen mehr. Ja. Kann man sich das so vorstellen? Naja, so vielleicht ein bisschen anders in dem Sinne, ne, also ich meine, sie haben es mir schon angeboten, aber im Endeffekt war es ja der richtige Move. Für alle Beteiligten, glaube ich. Ja, das ist schon mal schön zu hören, ne? Also wenn alle Beteiligten glücklich sind, dann macht es ja irgendwie auch am meisten Sinn. Kannst du ein bisschen mal so einmal kurz abholen, so als du, sag ich mal, die Stelle angetreten bist, was so die erste Chart war, die du vor Augen hattest, irgendwie so welche Teams, welche Spieler vielleicht gerade, so ein bisschen so die Momentaufnahme. Also, sag ich mal, war das dann schon irgendwie E-Sports Director oder wie kann man das dann damals betiteln? Ich meine, damals war es noch Head of Esports, damals war, also wir hatten ja das erste Counter-Strike-Team, wo wir dann auch in der Esports Factory waren mit Scream, Existence, HS, Nork und Hampus. Große Namen, sage ich mal, die auch heute noch teilweise gut im Game sind. Die waren auch relativ gut. Wir waren ja direkt Platz 21 oder so. Fürs erste Counter-Strike, den ersten Move oder ersten Start in Counter-Strike schon nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Und dann gab es halt, wie es immer so ist bei solchen Teams, wir hatten halt auch einen schwedischen Coach, einen schwedischen Manager, zwei Schweden im Team. Das war so ein bisschen die Revolution, wir wollen schwedisch gehen. Und der damalige Head of Esports, der hat das so ein bisschen mitgetragen. Der hat die so ein bisschen machen lassen. Und irgendwann waren wir dann plötzlich voll schwedisch, was so ein bisschen komisch war, weil wir konnten nicht, also wir nehmen natürlich auch so Scrims auf, man kann sich Scrims angucken und sowas, dass man so ein bisschen, man schafft es natürlich nicht immer Scrims zu gucken oder so, aber dass man immer mal wieder reinschalten kann. Ja. Wenn du voll schwedisch Liner passt, brauchst du Scrim nicht gucken, weil du verstehst nicht, was Phase ist. Und dann kommen natürlich der Coach und der Manager, ja, wir müssen den wieder tauschen, Und dann haben wir relativ viele Spieler. Wir hatten sogar kurz mal Freiburg bei uns. Da haben wir dann 16-0 gegen Heroic auf Overpass gewonnen. Overpass damals schon unsere Map. und das war dann irgendwie zu viel. Und dann musste der gehen. Okay. Und dann habe ich das halt übernommen. Und wir hatten damals noch ganz viele andere Teams. Also wir hatten damals auch noch ein PUBG-Team in dieser PUBG-Liga. Ich weiß gar nicht, die gibt es, glaube ich, immer noch. Ja, und wir hatten FIFA und was weiß ich, Rocket League und sowas. Und von mir war erstmal so ein bisschen, oder ich habe erstmal gesagt, ich würde gerne lieber, dass wir mal so einen Fokus setzen und den Rest erstmal so raus und dann lieber den Fokus mal richtig machen, anstatt jetzt dann einfach nur 1000 Teams zu haben, um 1000 Teams zu haben. Ja. Ja, das war so ein bisschen der Status. Und natürlich das Schweden-Thema. Also ich bin immer noch der Meinung, dass, also jetzt außer wirklich so
Ja, ich meine, Beck ist ja nun prädestiniert für ein deutsches Team und wahrscheinlich Astralis für ein dänisches Team, aber ich glaube, der Zeitpunkt der nationalen Teams ist lange, lange vorbei. Ja. Er Mittlerweile ist zeichnet es. sich ab, ne? So ein bisschen muss man sagen, ne? Muss man echt sagen. Also es zeichnet sich so ein bisschen ab mittlerweile, dass es halt zu diesen Mixed-Teams, internationale Teams geht. Das hatte ich letztens erst nochmal irgendwie, hatte das jemand angehauen bei mir, das Thema, und ich war noch so, nein, nationale Teams, auf jeden Fall und klar, und weil man ja immer, ja, dann können die Native und das ist schon easy, aber wenn man dann einmal durch die Liste geht, denkt man, ey, es hat so, man sieht eine klare Tendenz. Also das eine löst das andere mittlerweile schon so ein bisschen ab. Ja, ich meine, man hat natürlich, also die ganzen CIS-Teams, die haben natürlich einen großen Vorteil, dadurch, dass es mehrere Länder sind, die dann auf Russisch sprechen Ja. können. Dementsprechend hast du zum Beispiel Spirit, haben ja auch einen Ukrainer drin, ne? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die haben natürlich einen viel größeren Pool als jetzt wir in Deutschland oder auch Ja. Dänemark, wo man natürlich sagen muss, Dänemark hat trotzdem noch einen riesigen Pool irgendwie. Aber auch Schweden. Ich meine, Schweden, es war ja das große Superteam auf dem Papier, dass sie das machen wollten, aber selbst da hat man so gedacht, naja, super Team, sind zwar die besten Spieler, aber das heißt das gleich, dass das auch ein super Team wird. Ne? Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und deswegen war auch damals schon mal, also ich habe immer gesagt, wenn man international geht, hat man einfach, ist der Pool viel größer und man hat immer natürlichen Druck auch auf den Spielern. Weil es ist nicht so wie jetzt, ja, zum Beispiel bei Big, Ja, du es hast. gibt halt dann nur zwei AWP-Spieler und entweder sie nehmen dich oder den anderen. Ja, das muss man echt sagen. Also, ne, das ist ja auch eine ganz klare Nummer. Das hatte man so ein bisschen, Dennis hatte das mal auch in dem Interview hier gesagt, die hatten halt damals bei Mousebots Nico auf der Bank. Ne? Und die sagen, ey, wenn du so einen Spieler auf der Bank hast, dieser Druck, der auf dir lastet, dass du ablieferst, der ist ja ein ganz anderer als jetzt, ne, einfach mal als Beispiel mit aufgenommen. Ne? Klar, Rischer hat in Deutschland wahrscheinlich gerade gar keine Konkurrenz. Den anderen Opa, den es gab, gäbe vielleicht Hyped, den hatten sie schon. Dann gäbe es vielleicht Panics oder so, aber genau, also da ist, Slacks. ja, genau, Slacks, und den habe ich rausgenommen, weil der für mich gesichert ist eigentlich, denke ich zumindest. Weiß ja nicht, was du hast auch gerade so. Weiß gar nichts. Ich Deine weiß gar Mimik hat mich gerade kurz ein bisschen verunsichert, also ein bisschen so, nichts. okay, aber. Nee, ich weiß Ja. gar nichts. Ich wollte nur sagen, dass es den ja auch noch gibt. Genau, der ist ja auch auf jeden Fall gerade. Super performen mit, ne, mit sind natürlich, den wir bei Big hatten, aber hast vollkommen recht, ne? Also es ist natürlich vom Fundus, also eine ganz andere Auswahl plötzlich, ne? Und auch, ist es auch ein Thema, was da mit reingeflossen ist, einfach ganz klar so das Monetäre, dass man halt sagt, ey, ein deutscher Spieler kostet uns mehr als vielleicht ein Finisher, ich weiß es nicht, oder sonst welcher, weißt du, vielleicht du weißt es mehr als ich, also ist das etwas, worüber man mit nachdenkt, oder spielt das eher weniger eine Rolle? Also ich kann ja sagen, dass in Schweden und in Dänemark 50% an Salary an den Fiskus geht. Dementsprechend Ja. sind die meisten da schon deutlich teurer, natürlich. Okay, krass. Aber im Grundsatz, also ich würde auch nie irgendeine Nationalität ausschließen. Im Endeffekt ist mir völlig egal, wo die Person herkommt. Die soll Ja. Counter-Strike spielen und ist gut. Genau, So, ja. alles andere ist mir völlig egal und ich glaube, bisher haben wir immer, sag ich mal, eine Möglichkeit gefunden, etwas möglich zu machen. Nach oben und nach unten natürlich. Klar, da brauche ich jetzt nicht sagen, dass Stream auch ein bisschen was verdient hat. Naja, Ja, ne, klar. davon gehe ich aus. Genau das meine ich, ne? Dass ein Scream wahrscheinlich so viel gekostet hat wie vielleicht heutzutage zwei Spieler zusammen oder sowas, könnte ich mir schon fast vorstellen. Weiß ich natürlich nicht, aber so, das ist natürlich vielleicht auch nochmal so eine Möglichkeit, die man hat. Also bei euch habe ich das Gefühl, ich habe das ja jetzt relativ, muss ich sagen, relativ frisch auf dem Schirm, dass, ne, weil ich auch relativ frisch wieder zurück bin. Aber seitdem ich zurück bin, immer Gamer Legion bei den Events dabei. Immer mit, ja, ich sag mal so ein bisschen. Underdog-Name, sage ich mal, ne? Also wie du sagst, ich komme von einem Scream haben zu, ich sehe dann, okay, den Spieler, sagt mir jetzt gerade nichts, aber auf dem Server irgendwie wird es irgendwie möglich gemacht, ne? Ihr sorgt da immer wieder für Situationen oder für Upsets oder so. Ich denke, krass, so, ich meine, ne, das mit dem Ball hast du wahrscheinlich mitbekommen, ne? Dass ich irgendwie knallhart gesagt habe, ja, gar keine Chance, 2-0 werden sie vom Server gefegt oder sowas. Und dann werde ich einfach ja eines Besseren belehrt, sage ich mal. Ist das, worauf würdest du das zurückschieben? Ist das, wer bei euch macht da gute Arbeit? Ich glaube, also klar, natürlich, ich meine, wir haben jetzt nicht so die finanziellen Mittel wie natürlich Astralis oder sowas, denen dann völlig egal ist.
wir ballern jetzt hier 20.000 hin und entweder es funktioniert, ansonsten Bench und der nächste kommt. Ja, true. Und ja. Dementsprechend muss natürlich der Move bei uns auch ein bisschen mehr durchdacht sein und man muss auch so ein bisschen Richtung Zukunft gucken. Ne? Wenn man jetzt vielleicht mal an Isaac denkt, Isaac war jetzt bei uns fast ja, 3 Jahre ne, Spieler, den hat niemand irgendwo auf dem Papier gehabt damals und auch jetzt die ganze Zeit lang, wo wir jetzt Zweiter beim Major geworden sind, ja. Da hat niemand irgendwie Isaac auf die Schulter geklopft. Aber wenn man sich ja. Isaac anguckt, Isaac hat nur die beschissensten Positionen gespielt, also komplett, nur die Arschpositionen wie B, Mirage, rumspringen und was weiß ich. Ja. Und hat nicht einmal gemeckert. Nicht einmal gemeckert, hat laufen geklatscht, laufen gegen, ich meine, gegen Cadian und Heroic, den Klatsch auf Inferno, gegen in der Challenger, wo wir gegen Force gespielt haben, 1-5, also ich meine, da redet dann keiner, da sagt keiner, das ist ein Superstar oder sonst was. Mhm. Seid ein sehr solider Spieler, ja. der die beschissensten Positionen überdurchschnittlich gut spielt. Und das ist ja das, was du auch brauchst. Und das sind halt so Sachen, auf die wir natürlich achten, wo wir gucken und auch Menschen eine Chance geben. Ich meine, E-Mail ist natürlich jetzt auch das beste Beispiel. Ja. Oder auch natürlich Sui. Ja. Das sind alles so Sachen, natürlich auch mit viel Risiko, klar. Gerade wenn man junge Spieler nimmt, da, ich meine, jetzt haben wir auch 3 19-Jährige, das ist jetzt, heißt auch nicht, dass die jetzt durch die Decke gehen und das ist auch natürlich viel Risiko, aber wir versuchen halt möglichst mit dem Coach, also ich meine, Ash ist jetzt auch bei uns schon mehr als 3 Jahre, ja. Was aufzubauen. Wir haben beide die gleiche Philosophie, lieber die jungen Spieler als jetzt irgendwie den 20. Starspieler von Fnatic oder NiP wieder kaufen und da dann wieder Geld verbrennen. Ja. Dann lieber in die Jugend investieren und damit dann konstant steigen. Ne? Das ist so ein bisschen die Philosophie. Ja, die ja auch Früchte getragen hat und trägt, ne? Also muss man ja sagen, also ist ja teilweise, also du hast jetzt auch E-Mail, du hast Schui selber angesprochen, das war ja gerade die Jungs, die man ja jetzt bei Navi sieht, bei Maus sieht, ne, wo man manchmal schon wieder fast vergessen hat, wo man sie zuletzt mal auch gesehen hat. Ne? Also selbst ich war ganz kurz so. Weil es fühlt sich so an, dadurch, dass TS2 gekommen ist, fühlt sich so an, als wäre Go 3 Jahre her. Ne? Aber ihr hattet ja. Jetzt vor kurzem ein einjähriges, könnte man sagen. Ne? Vor ein paar Tagen hattet ihr, was war das, einjähriges Vize-Major-Winner? Ja, reden wir nicht drüber eigentlich. Also, er hat das Finale bis jetzt nicht einmal gesehen. Fühlt es sich gut an, wenn das jemand sagt, oder fühlt sich scheiße an? Weil es ist ja ein Riesen-Win, aber halt irgendwie auch ein Loss, wie du gerade sagst, oder so, von der Mimik und Gestik her. Also natürlich fühlt es sich gut an. Ich meine, ich glaube, das ist auch einfach, wie gesagt, das ist, muss man auch einfach so sagen, viele Orks versuchen es seit Jahrzehnten und haben es nicht geschafft, ja. Überhaupt mal ins Finale zu kommen. Ne? Wir haben es geschafft, ins Finale zu kommen. Aber wie es halt so ist, wenn man im Finale ist, möchte man gerne gewinnen. Mhm. Klar, ich meine, ich habe es mir wirklich nicht mehr angeguckt. Also ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ist. Leider werde ich ja immer wieder in irgendwelchen Compilations, wenn dann nochmal der letzte Saibu-Kill gezeigt wird oder sowas, dann erinnert. Die Trophäe war eh nicht so toll, also deswegen die. Das war okay, ja, für die war es okay, ja. Ja, aber natürlich, also ich meine, das ist der größte Erfolg überhaupt und ich meine, ich sag das so aus Spaß, aber ich meine, Big war ja noch nicht im Finale, Maus war nicht im Finale, ne? Das sind alles so Sachen, die wir da einfach plötzlich mal ausgekontert haben. Ja, glaube ich, ja. Von der Seite her, aber natürlich, ich freue mich eher über das Heroic-Spiel, das habe ich mir auch schon 30 Mal gefühlt angeguckt, das kann man sich immer mal wieder angucken, wenn es einem schlecht geht, aber Vitality ist halt, ja. Ja, Win schaut man sich ja eh, ne, und Niederlagen anschauen ist ja immer so eine Sache und das ist ja das Traurige, da du ja auch Competitive in dir hast, das wird sich ja auch wahrscheinlich nie ändern, dass dieses Niederlagen tun einfach mehr weh, als Wins gut tun. So, das brennt sich immer mehr ein, also sowas immer bei mir und eigentlich mit allen, mit denen ich geredet habe, so, ja, ey, sag mir deine 3 schlimmsten Niederlagen, jeder hat irgendwie sofort was im Kopf, sag mir mal deine 5 besten Wins, ja, vielleicht das, maybe das, also so, ne, das ist halt irgendwie was sich einbrennt, aber von außen ist das ja schon, erstmal, wie du auch selber sagtest, für die Orga natürlich größter Erfolg, ist es auch irgendwie so, ist es auch für die Orga dann der größte Erfolg? Also kann man wirklich auch sagen, dass das so Gamer League einfach ein richtig gut getan hat in allen Aspekten. Ne? Du hast ja, ihr habt ja eigentlich die Philosophie, junge Talente eine Chance geben, natürlich auch gucken, dass man irgendwie, ja, ne, nicht irgendwie Geld verbrennt und sowas, ne? Und auch falls man verbrennt, dass man Puffer hat und so. Und ist dann so ein, wie es sich anfühlt, dass so ein Major Zweiter, ist das dann so etwas, wo man sagt, boah, jetzt läuft bei denen aber, jetzt knallt es aber richtig da, oder? Oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, im Prinzip
Also klar, für den Moment war man natürlich mega gehypt. Ja. Aber ich hatte natürlich auch schon im Finale, auch danach, hatte ich schon im Kopf, dass Sui geht. Mhm. Es war mir eigentlich schon fast klar, der beste Rifler auf dem Turnier, der wird wahrscheinlich auch nicht bei uns bleiben wollen. Ja. Wenn das erste Angebot kommt, ja, ne, das ist halt so ein bisschen schwierig. Und da, klar, man ist so ein bisschen in dieser Enttäuschung und in der Hype-Phase. Mhm. Aber im gleichen Fall muss ich dann weiterdenken, okay, es muss ja auch irgendwie wieder weitergehen. Ja. Deswegen, ich glaube, dass die grundsätzliche, diesen Hype und alles, ich glaube, das habe ich immer noch oder bin ich immer noch so ein bisschen am Verarbeiten, ja, weil ich da gar nicht die Zeit hatte, ja, das mal eine Pause zu nehmen und zu sagen, okay, ah, gut, geil, und jetzt geht's weiter. Natürlich, für die Org ist es mega Hype gewesen. Alleine schon die ganzen Tier-1-Tournaments, wo wir jetzt waren, letzte halbe Jahr waren wir irgendwo in der Weltgeschichte, ne, von Malta, Saudi-Arabien, Australien und was weiß ich, ja, überall gewesen. Klar, und natürlich ist es auch jetzt so, dass man auch, sei es HLTV, sei es auf den Turnieren, ne, ist es jetzt nicht mehr, klar, man wird immer noch so ein bisschen als Underdog, aber die Caster sagen selber schon, ja, immer wenn wir sagen, okay, das sind Underdogs, dann gewinnen die wieder gegen Face oder so und dann sieht es halt wieder komisch aus. Aber ich meine, Valve hat ja jetzt alles dafür getan, um uns zu nerven und Big wieder gut zu machen. Dementsprechend. Ja, schön, ich habe mich letzt, wo ich mir das nochmal angeguckt habe, hier, dass wir gegen Monte gespielt haben. Und vor dem Monte-Spiel zeigen sie eine Statistik von unserem Overpass. Und schon damals war unser Overpass völlig durch die Decke, haben wir alles weggeknallt auf Overpass. Ja. Ich meine, jetzt ja auch, ne? Wahrscheinlich eins der stärksten Overpass mit Virtus Pro. So, ja. Und ja, gut. Und einfach weg damit, ne? Es wird euch einfach weg genommen. Einfach weg. Also muss man sagen, euch wurden nicht nur Spieler genommen, um euch zu nerven, sondern auch Maps mittlerweile. Also man möchte eigentlich an allen Ecken und Enden dafür sorgen, dass du ein hartes Leben hast und auch einfach mal keinen Moment mehr genießen darfst. Ja, ich meine, Overpass war schon immer so ein bisschen klar, wenn man es über die Jahre immer gut gespielt hat, dann war es auch jetzt auch trotz neuen Teams, neuer Spieler, war Overpass trotzdem immer noch stark. Dann war das immer so ein, gut, wir haben Overpass. Und ich meine, das ist das Gleiche mit Big, mit das 2. Das 2 wieder. Das 2. Gut, wir haben Best of 3 wieder das 2. Sehr gut. Ja, das war so ein bisschen der Safe Point, wo man sagt, okay, da geht's auf jeden Fall auf 3 Map aus. Genau, der Anker, genau, dass man sagt, ey, okay, das wird ein langer Tag auf jeden Fall. Wenn die Map dabei ist, ach geil, ey, das wird ein schöner Tag. Ja. Ist das so anstrengend, also, wie du sagtest, war das schon vorher klar, dass Shui geht? Oder es war einfach klar von der vom Verlauf des Ganzen, ne, des Events? Wir